Hallo, willkommen zurück in Rainy Night City. Ja, was haben wir beim Match mal gemacht? Diese Familienangelegenheit, oh. Und jetzt müssen wir da hin, hinter so ein Ripper-Dock. Und gucken, ob wir schon was upgraden können. Und ich habe ein. Das hier. Ist ja schon cool gemacht hier. Und ich habe die Waffe ein bisschen durchgeguckt, aber irgendwie die, wo wir aktuell haben, das gefällt mir immer noch am besten, muss ich ehrlich sagen. Wir haben zwar coole Dinger aufgesammelt. Stadium Love, was ist das? Sieh nach, was los ist. Moment, Moment, Moment. Stadium Love, okay. Da ist jetzt. Oh, guck mal hier. Aha! Woran aufgefallen? Das ist eine Ablenkung. Das ist Party hier. Nein. Street. Das eskaliert doch gleich. Das ist doch alle Party, ey. Was ist das denn? Was zur Hölle willst du? Ist das eine Fangfrage? Das ist doch eine Party hier, oder? Für geladene Gäste. Und geladen ist, wer die Flagge respektiert. Also hau ab! Reg dich ab, ich will nur etwas Spaß haben. Bier trinken, rauchen. Hältst du das für ein verdammtes Nachbarschaftspicknick? Schon, du bist ganz schön aggro. Was ist denn los? Probleme mit deiner Alten? Hast einen Clown gefrühstückt, was? Willst du mal richtig lachen? Wir wollen alle mal lachen, Walker! Alle haben Spaß! Bisschen wie 4. Juli. Wäre ein Jammer, wenn ich gerne berichten müsste, dass uns jemand diesen schönen Tag versaut hat. Ja, schon gut. Okay. Also, Joom, geh, trink, amüsier dich. Feier dein stattliches Ergebnis. Was ist das? Haltet ihr hier so eine Art Wettkampf an? Ja, wir schießen. Ich mach mit. Tja, Pech für dich. Wir wollten gerade aufhören. Was? Ihr Schiss, dass ich euch fertig mache? Hast du denn Schimmer, mit wem du hier redest? Hm? Ich war dreimal an der Front. Dreimal. Ich habe Kampferfahrung. Bleib cool, Walker. Was habe ich vorhin gesagt? Wir wollen nur etwas Spaß haben. Wenn du uns was beweisen willst. Nur zu? Könnte lustig werden. Wie lauten die Regeln? Kein normaler Schießwettbewerb. Du brauchst einen scharfen Blick, aber einen noch stärkeren Kopf. Warum denn das? Weil wir vor jedem Schuss eine Runde trinken. Auf Gunner, unseren neuen Boss. Das klingt gut. Muss ich sonst noch was wissen? 4 Stationen. Du schießt innerhalb der Zeit auf die Ziele mit Holds Gesicht. Je mehr du triffst, desto besser. Derzeit hält Walker den Rekord. 43 Punkte. Wenn du ihn schlägst, Jackpot! Ja, machen wir. Ich verliere zwar, aber. Schießen wir Holt in Stücke. Dachte ich mir. Sahst schon wie ein Großmaul aus. Mal sehen, was du drauf hast. Nimm diesen Revolver. Nur Schüsse damit werden gezählt. Wir testen hier Können, nicht Tech. Geh zur ersten Station. Wir fangen an, wenn du soweit bist. Hals- und Beinbruch. Geh zur ersten Station. Doof, wahrscheinlich. Ja, mehr wollte ich eigentlich zum Ripper-Dock, aber. Hey, hey du! Komm schon! Woher kenne ich deine Visage? Schon. Drin.
12 Sekunden, los! Wo? Bleib beim Schießen hinter der Linie. Sonst wirst du disqualifiziert. Wo ist die Linie? Ach da. Was? Halt, Zeit ist um. Nächste Station. Hä? Was? Hier ist ein Moment, wo mir das Spiel nicht sagt, was eigentlich zu tun ist. Oder ich es nicht verstehen. Da wo Linie ist, was man machen soll, wann es losgeht. Dann schießt du Holt ab. So, das muss ich dir. Okay, du nimmst die Köpfe. Moment, wo ist jetzt der Wodka? Der Wind! Sonst hätte ich getroffen. Vielleicht trinke ich mal einfach nur und schieße gar nicht. Ach, was zur Hölle ist das? Frostschutz? Ist doch egal, schieß, du hast 12 Sekunden. Wenn du nicht vor der Linie stehst und schießt, bist du draußen. Mein Finger ist abgerutscht. Du hattest deine Chance, Rudi. Das ist nicht fair. Und stopp! Nächste Station. Naja, okay, gut. Mindestens kann man es nur wiederholen. Nur 8. Oh Mann. Oh, what the frick? Oh. Dann muss man sie irgendwo. Alter, komplizierter geht nicht, oder was? Weg mit dem Scheiß, auf Gunner! Du hast 12 Sekunden. Los, los, los! Bleib hinter der Linie! Hier wird nicht geschummelt! Stopp, letzte Station! Ja, das ist aber gar nicht so verkehrt. Ach, hier. Nee. Noch eine Runde, trink. Klar. Ich muss kotzen. Dann machen wir später. Gekotzt wird später. Boah, der ist ja pisswarm. Was denn sonst bei der Hitze? Schieß, 12 Sekunden. Denk an die Linie. Ein Schritt zu weit und du bist raus. Zeit ist um, das war's. Geh dein Ergebnis checken. Okay, das war fürs Erschmuck gar nicht so schlecht. So. Platz 4 von 5. Reife Leistung, hast Kiebler geschlagen. Ja, immerhin. Ja, immerhin. Ja. Jetzt weiß ich's wieder. Ich weiß, woher ich dich kenne. Du hast auf uns geschossen.
Gar nicht. Ich wusste doch, das Miststück ist dreckig. Ich habe keinen Plan, was du hier willst. Aber ich weiß, was du bekommst. Mach dich kalt. Oh, 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 oh. What? Wie in guten alten Zeiten. What? What? Wir haben mit der Sixth Street irgendwo heute mal mit Dennis schon mal. Irgendwie heute mal mit Dennis schon mal Beef, ja. Oh, warte mal. Oh, die Verseuchung. Die Verseuchung ist bestimmt gut. Das funktioniert. Autsch. Komm schon raus, Drecksratte. So, warte mal, wie kommen wir denn da ran? Autsch! Das war ungeschickt. Aber da oben verseucht es schön. Komm raus, Ratte! Komm zu Papa! Wie kommen wir da oben nochmal hin? Ich möchte hin. Ne? Kugelmohn. Da. Ja, die wollen nicht mit dem Spiel, wie es scheint. Bitte nicht. Nö. Ist denn nur jemand? So, die Party ist leider. Ja, scheiße, die Party. Auf jeden Fall sind das doch die quasi die Republikaner von der Welt, wenn man so will. Nun gut, wo ist da, haben wir was vergessen? So, wo ist denn unser Motorrad? Können wir hier einfach runter, ohne dass wir sterben? Ja, kommen wir sogar. So, und da haben wir auch irgendwo da oben ein Ripper-Dock. Da oben, glaube ich. Moment. So, okay.
Was? Ich habe nur gekifft. So, Moment, hier. Okay. Ich hoffe, der schießt jetzt nicht komplett auf uns. Geht euch das Chrom aus? Das hier ist nicht gerade North Oak. Aber wie meine Kunden sagen würden, es ist besser als nichts. Ja, ich brauche einen Ripper-Doc. Okay. Dann schauen wir uns das mal an. Der hat auch hier Dinger. So, können wir hier was upgraden. Auf Kategorie 5 upgraden, yay! So, wunderbar. Was haben wir gemacht? Frontalkortex. Oder können wir ab, oder mal genug. Mit 20 können wir auch noch mal. So, das ist jetzt Kategorie 4 plus. Da haben wir jetzt eins zu wenig. Monodraht brauchen wir sehr schon nicht. Auf Kategorie 4 upgraden, das ist billig. Kritische Trefferchance. Was kostet das? 30? Nö, Immunsystem. Ja, auch guck mal, da haben wir genug. Da haben wir auch genug. Die sparen wir uns mal. Speicherherstellung, ja, das ist sinnvoll, das können wir upgraden. Plus, ja, das sollten wir auch machen. So, wunderbar. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt. Der Waffenlader ist Uno. Da wollen wir mal hin. Ach, da haben wir doch vorher schon Geschoss. Ach so, okay. Hier ist ein Treppe. Kannst du was sehen? Warte mal, da können wir am besten irgendwas direkt. Hey. Wie läuft's? Nicht schlecht. In Night City verhungern die Leute lieber, als mit einer alten Knarre rumzurennen. Hallo, wo ist der Sound? Such eine neue Bleispritze. Dann bist du hier richtig. Wir haben gerade keinen Sound mehr. Powerpistole, die können wir mal behalten. Oh, die. Die behalten wir mal. Nee, ausgerüstet. Mir eine Revolver ausgerüstet, okay. Schaden, aber mehr. Weniger Angriffstempo, weniger Handhabung kommt. Was? Achso, Moment. Weg damit, mir. Scharfschützengewehr. Weg damit. Handfeuerwaffe. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Kategorie 5 Tech-Pistole. So, wir machen sie erstmal das Offensichtliche. Das kommt auch weg. Die gefällt mir auch nicht.
Die ist ausgerüstet. Liegt damit. Okay. Das ist die ohne. 187, 202. Reichweite ist nicht schlecht. Oh, ne? Da kommen wir mal weg. Das da. Weg. Weg. Ausgerüstet. Nee. Powerschrotflinte. Ja, dann mal Anarie. Ja, komm, mach mal weg. 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 Ja, komm, auch weg. Nee. So. Messer. Neurotoxinmesser. Ja. Fadenbrottreffer. Mach mal weg. Brauchen wir nicht. Kategorie 4, das wäre eventuell, aber diese Reichweite und Rückkehrzeit ist irgendwie. Aber das nutzen wir eh nicht, da können wir am besten. Sagen wir mal am besten weg. So, sagen wir da nochmal ein bisschen. Bisschen aus. Und dann haben wir halt ein kleines Soundproblem. Keine Ahnung. Ich würde sagen, ich speichere hier mal und dann am besten mal das Spiel beenden. Wir können nämlich noch was machen, weil ohne Sound ist das ein bisschen blöd. Bis gleich. Oh, Judy. So, da bin ich wieder. Es gab gar kein Soundproblem. Zumindest nicht vom Computer. Der, Receiver hat gemeint, jemand hätte die Lautstärke auf 0 gesetzt. Ich weiß nicht. Nur gut. Nachricht von der Judy heute mal. So, komm mal gucken, was er will. Hab eine Idee. Vivian Clouds. Kann dir noch keine Details verraten, aber ich melde mich die Tage bei dir. Ich wünsche dir einen spektakulären Tag. Danke dir auch. So. Jetzt da. Ne, Moment, Journal. Wo ist es denn noch irgendwas von Belang? Okay, hier ist ein Schnellreisepunkt. Okay. Talking about a revolution. Okay. Begib dich zum Bazar. Nö, mir mach aus der Hand. Oder sollen wir die. Oder Riders of the Storm. Ah, wir machen sie erst zur Hand, würde ich sagen. Genau. So, und dann ist da vorne irgendwo ein Schnellreisepunkt. Ich glaube, das geht fixer. Ich hoffe, dass hier irgendwo ein Schnellreisepunkt ist. Ich habe mir nicht etwas auf der Karte gesehen. Da ist er doch. Das wäre zu weit. Wo? Da? Wo ist eigentlich egal. So, auch nett, dass sich die Jungs von The Sixth Street daran erinnert haben, dass man wirklich nur Beef mit denen heute. Das ist hier? Nee, bestimmt nicht. Das ist schon nett. Wie wird das wohl ablaufen, wenn du mit denen nichts hast? Oder wenn du mit denen dich eine Nicke zofft hast? Wahrscheinlich nichts, hast du vielleicht nochmal probieren können oder so. War mal hier schon mal. Das sieht schon krass aus. Wie sie dabei so schnell über die Straße gelaufen sind, dann um dort noch wieder langsam weiter zu laufen. Oh, Moment. Oh, okay. Also, ich bin da. Tick, tack, tick, tack. Nachhaltiges
Na. Hey, wie? Wie geht es dir? Ziemlich mies. Sieht man mir wahrscheinlich auch an. Nette Karre. Neu? Nein. Nicht in Smalltalk-Laune, was? Nicht so richtig. Sorry. Also, was ist passiert? Ich brauchte jemanden zum Reden. Mhm. Hier, sieh dir das an. Hallo, ich bin Arif Iqbal und dies sind die WNS News. Top Story. Bei einer Straßenkontrolle ist das NCPD auf die Spur eines gefährlichen Entführers und Mörders gestoßen. Der Vorfall ereignete sich an der Kreuzung 7. und 15. Avenue. Die folgenden Aufnahmen stammen direkt vom Tatort. 1038, ich wiederhole, 1038. Kennzeichen 2AA6244. Wir verlassen das Fahrzeug. Verstanden. Raus aus dem Wagen, Hände hoch. Ganz ruhig, Officer. Ganz ruhig. Halt dein Maul! Oh, Scheiße. Wir haben ein 1053 und 54. Achtung, 1053 und 54. Bei dem Jungen handelt es sich um LeVar Martinez. 17 Jahre alt. Er wurde vor über einem Monat von seinen Eltern als vermisst gemeldet. Unglücklicherweise verstarb LeVar an Ort und Stelle. Der Grund war ein septischer Schock mit akutem Organversagen. Autopsieberichten zufolge wurden dem Teenager gefährlich hohe Dosen von Hormonen, Anabolika und Stimulantien verabreicht. Die Polizei fand ebenso Spuren und Biomaterial von 7 weiteren vermissten Teenagern in dem Wagen. Der Halter ist ein gewisser Anthony Harris. Leider ist über ihr Schicksal noch nichts weiter bekannt. Obwohl der Verbrecher, der unter dem Namen Peter Pan bekannt ist, den Schuss überlebte, hat er das Bewusstsein noch nicht wiedererlangt, was eine Befragung Peter unmöglich Pan. Macht. Ein alter Fall von dir? Hast du ihn gesucht? Nie von gehört. Ist nicht bei mir gelandet. Wo ist das Problem? Sie haben ihn doch. Mein Neffe, Randy, ist vor einer Weile verschwunden. Autsch. Und was du gerade gesehen hast, das Kind hatte Randys Schuhe an. Oh, shit. Randys Verschwinden. Weißt du darüber noch mehr? Meine Schwester und ich verstehen uns nicht gut. Ich weiß nicht viel. Ich wünschte nur, ich wäre in der schlimmsten Zeit für sie da gewesen. Hat man dir den Fall nicht übertragen, weil es dir zu nahe gehen könnte? Halten mich mit sowas wie einer einstweiligen Verfügung davon fern. Gonagall hat den Fall übernommen. Ein fauler Sack. Hat bisher einen Scheiß aufgedeckt. Ich würde das nie akzeptieren. Ich auch nicht. Genau deshalb frage ich dich um Hilfe. Okay, was müssen wir tun? Im Wachkoma kann der Typ uns nichts sagen. Aber wir können seine Träume sehen. Wie jetzt? Träume? Hast richtig gehört. Ich erkläre dir alles unterwegs. Mhm. Es ist noch in der Testphase, hat aber schon erste Ergebnisse geliefert. Sie nehmen Träume auf, die sich dann als BDs abspielen lassen. Hast du Zugriff auf diese Träume? Noch nicht, aber sie sind im Labor, zu dem wir jetzt gehen. Night City Police Department, aha. Sunny Somalia. Okay, haben wir einen Termin? Nicht ganz. Wir gehen zusammen rein, aber nicht durch den Haupteingang. Keinen Durchsuchungsbefehl? Wir suchen den anderen Weg rein und hauen schnell wieder ab. War selbst noch nie hier. Du musst mir also helfen. Verschaffe dir Zutritt zum Labor. Okay, das wird jetzt länger als gedacht, glaube ich.
Da kommen wir nicht drin. Ne? Kommen wir da nicht irgendwie hoch? Was? Hä? Alter, was? Was ist mit dem falsch? Was machst du hier? Punto para mí, culero! Voy a hacer que vomites. Wow. Was ist denn jetzt los? Alter! Hä? Ja, mi! Solo me cuida, huesuda! Was sagt mir jetzt, ey? Nicht gala! Ich gehe zum Labor zurück. Und hallo, wieso ist hier. Ach, jawohl. Natürlich haben zwei Revolver ausgerüstet und kein. Ah, und das Ding haben wir verkauft. Mann, bin ich blöd. Ah. Die haben das natürlich wahrscheinlich direkt gemerkt in der letzten Folge. Oder war das in der Dorffolge? Ja, in der Dorf. Haben wir wahrscheinlich direkt gemerkt. Nur ich habe es nicht gemerkt. Verdammt. Ja, ich hätte auch keine Zeit für sowas. Ich wollte nur gucken, wo es hier hingeht. Oh, Spiel! Oh. Okay, wo waren wir? Weiter geht's. Ich wollte gucken, ob ich da oberen komme und dann haben die hier gemeint. Upsa. Super. Was jetzt? Jetzt finden wir unseren Eingang. Wir haben heute eine Inspektion. Sollte verlassen sein. Können ruhig Lärm machen. Woher weißt du von der Inspektion? Hab mich vorher schlau gemacht. Ah, okay. Super, das wird mich jetzt, als ich die Schrotflinte verkauft haben. Okay, ich breche. Weißt du, wo sie die BDs aufbewahren? Sicher da, wo sie Träume autistischer Kinder editieren. Sollte Anthony Harris draufstehen. Mit Hilfe des Koroshi den richtigen Schrank. Ein paar der Räume können wir uns wahrscheinlich sparen. Vielleicht haben wir da Info. Sicherheitsupdate, Inspektion, kleiner Schritt. Geschlossen. Geht nicht auf.
Was hast du hin, ne? Ich habe das ist immer dasselbe. Neue Phobie, Angst vor der Zahl 91. Dass man so weit kommt. Der Hushi. In den Spiegel schauen wollen wir nicht und können wir nicht. Orbit. Na komm. Ach so, scanne. Heißen hier kleiner Schritt für die Wissenschaft, das so nett. Nee. Gucken wir direkt mal bei der Datei. Nee, Braindance. Ja, das können wir so. Haben wir da irgendwie ein paar Schränke was in dem Ding? Nee, doch. Standkenner. Wir gucken sie erstmal woanders da. Immer dasselbe. Kurz, das ist neu. Wenn man da auf da was stoße, dann. Ja, dann müssen wir da drin.
ist noch ein PC. Zwei Dateien, okay. Ist da was anderes? Sicherheitsupdate, Melissa Rory, Forschungsstand. Nope. Ah, nee, das war's. Mann, Mann, Mann. So, hier ist so Dings, da kommen wir drin. Da auch nicht. Oh. Hey, River! Ich hab hier was! Was gefunden? Noch nicht. Anthony Harris. Hier, die Schubladen. Sag mal, warum hast du nicht einfach einen Hausmeister bestochen? Darf nicht riskieren, an einem fremden Fall erwischt zu werden. Ja, wenn. Was machst du hier? Du wurdest doch entlassen. Nein, nur suspendiert. Was meinte sie damit? Wusstest du es nicht? Yavin, bitte hör mir zu. Hast du nicht schon genug Ärger? Harris hat meinen Neffen entführt. Das tut mir leid, wirklich. Aber wir lagern hier Beweise und befolgen Protokolle. Protokolle? Hier geht's um das Leben seines Neffen. Um das Leben eines Kindes. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen noch. Geh, bitte. Raus. Nicht ohne Peter Pans Träume. Ich sag es zum letzten Mal. Raus! Verdammt, Yavin. Für wen zum Teufel hältst du dich? Weißt du noch, dein erstes Medizinexamen? Schwer zu vergessen. Hast mit Bravour bestanden. Urplötzlich ging die Frauentoilette in Flammen auf. Das Gebäude musste 2 Stunden evakuiert werden. Ich fass es nicht, dass du mir das jetzt vorhältst. Ich will euch hier nicht mehr sehen. Vor allem dich nicht. Du kennst River kaum, oder? Er ist ein dreckiger Bastard. River und ich sind Freunde. Mich hat er noch nicht enttäuscht. Wir waren auch Freunde. Weigerst du dich deshalb, ihm zu helfen? Harris Traum, BD. Wo ist er? Er träumt nicht. Wieso das denn? Eine Kugel hat sein Gehirn verletzt. Wir empfangen nur vereinzelte Impulse, Bruchstücke. Ich würde gerne visuelle Stimulation anwenden. Aber er ist kein Autist. Mit vertrauten Klängen und Bildern erreicht man doch die Kinder. Ist ein Versuch wert. Ich bin mir der Parallelen von Hypothalamus-Stimulation und Hormonproduktion bewusst. Aber Harris ist kein Kind. Ich habe das Verfahren nie an einem Erwachsenen getestet. Und warum nicht? Weil ich, im Gegensatz zu River, Neurowissenschaft studiert habe. Und nicht nur bei meinem Sitznachbarn in der Metro etwas mitgelesen habe. Okay. Versuchen wir es. Wir wissen gar nicht, was er bevorzugt. Ich finde schon was. Weißt du, dass du willigst ein? Geht einfach. Ich mache euch die Vordertür auf. Legen wir los, Vi. Ich weiß, wo wir anfangen müssen. Ganz nebenbei, was weißt du über Biochips? Vor allem über Arasakas Relic. Nun ja, ein Relic speichert das neurale Engramm eines Menschen. Sorry, man kopierte seine Erinnerungen und Persönlichkeit. Ja, das verstehe ich. Aber was passiert, wenn das gespeicherte Engramm das Engramm des Chipträgers überschreibt? Überschreibt? Das sollte eigentlich nicht möglich sein. Warum fragst du? Ach, nur so. Ist nicht weiter wichtig. Danke. Okay, ja, gut, zumindest haben wir das, Aha.
so wie... Wollen Sie das jetzt nicht probieren oder was? Vordertür, okay. Scheiß beliebt bei Cops. Vielleicht will er dich zu seinem Donut-Lieferanten machen. Halt dich da raus, Johnny. Soll das etwa heißen, du willst dem Bullen freiwillig wie ein Hündchen hinterherlaufen? In Momenten wie diesen bedauere ich echt, dass ich dir nicht aufs Maul hauen kann. Okay, ich halte mich da raus. Gibt auch schlimmere Typen als deinen guten Bullen Ward. Ja, zum Beispiel einen Hirnparasiten, der mir die Nervenenden wegfrisst. Okay. Nein! Nein! So schade, wie das wäre. Sorry. okay. Oh Gott, der Fahrstuhl wieder alles kaputt. Okay, schieß los. Du hast deine Marke verloren. Du hast mir nichts davon erzählt. Warum? Weiß nicht. Mach dich irgendwie zu einer Bleibirne, oder? Sieht wohl so aus. Ich rede einfach ungern über Sachen, die mir zu schaffen machen. Von mir aus? Sag mir aber wenigstens, wohin wir unterwegs sind. Zu Joss. Randys Mutter. Sie denkt, er ist nur weggelaufen. Behalten wir die Entführung erstmal für uns. Erzähl mir von Randy. Wie ist er denn so? Er klaut, nimmt Drogen und haut von zu Hause ab. So ist er. Da spricht der stolze Cop-Onkel. Manche Leute reiten sich ständig in die Scheiße. Randy ist so einer. Wo ist Randys Dad? Ist vor ein paar Jahren erschossen worden. Bandenkrieg. Tolles Vorbild. Joss blieb allein mit drei Kindern zurück. Aber sie ist verdammt zäh. Sollten wir nicht lieber versuchen, Harris' Wohnung zu finden? Ein Haus. Und ich glaube kaum, dass er seine Opfer im Keller festhält. Wir versuchen es natürlich. Vielleicht finden wir bei Randy irgendeine Spur zu Harris. Dürftige Spur. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Hast du keine Angst, dass Yavin dich bei deinen Vorgesetzten anschwärzt? Wir waren mal Freunde. Das würde sie nicht tun. Und ich weiß auch was über sie, was sie lieber geheim halten würde. Aber ich werde es natürlich nie verraten. Meinst du, Yavin hilft uns? In Anbetracht der Lage? Ja, unsere Reibereien enden immer auf die gleiche Art. Ich erzähl's dir mal bei einem Bier. Bin dabei. Lass uns erst Randy und eine anständige Bar finden. Kann's kaum erwarten. Fahre mit rüber. What the fuck? Was machen die da? Wir haben noch grün. Komm, jetzt sollen wir die Reise nochmal überspringen. Mal gucken, ob es funktioniert. Oh, um die Hand. Oh, furchtbar überzogen. Sorry. Ich hab komplett die Zeit verloren. Okay, wir sind da. So lange nicht hier. Ich kam mal jedes Wochenende her. Bei etlichen Jahren. Und? Hat sich was verändert? Solche Orte verändern sich nie. Ach du Scheiße, sind wir ja komplett außerhalb. Ah. Okay. Hier? Hä? Verbrechensmeldung auf dem Wasser? Interessant. Ah ja, das ist ja in dem Außenbereich, du. Gut, für heute mal genug gemacht, genug gefailt. Das machen wir auch beim nächsten Mal. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin dann. Bye bye.